Alex, warte. Du kapierst es nicht, oder? Ich verstehe dich. Aber ich wollte dich einfach sehen, Junge. Du musst mir zuhören. 10 Minuten, mehr will ich nicht. Wenn du mich danach zum Teufel wünschst, dann habe ich Verständnis dafür. Oh, wie geil. Ich erfuhr, dass sie im Sterben lag. Du warst im Cup-Finale. Da warst du 10? Da lag mein Rücktritt schon eine Weile zurück. Mit deiner Mom war es aus. Wir hatten nur noch Streit. Einmal haben wir einen Familienausflug gemacht. Keine große Sache. Da habe ich deine Mom gefragt, ob sie die Handbremse angezogen hat. Sie wusste es nicht mehr. Blöder Mist. Wir haben die ganze Nacht über die Handbremse gestritten. Und gehofft, dass du nichts mitkriegst. Alex, wir zwei haben es versucht. Aber als ich wegging, war es zwischen mir und deiner Mom lange vorbei. Nachdem Sophie gestorben war, sollte Kim in ein Heim gesteckt werden. Da musste ich mich entscheiden. Seither kümmere ich mich um sie. Da wusstest du wohl schon, wer dir wichtiger war, ja? Glaub mir bitte. Du warst Tag und Nacht in meinem Herzen. Aber du hattest Mom. Und Jim. Aber deine Schwester? Wen hatte sie denn? So. Geht's los. Es geht wieder los. Westside gegen Eastside Duell. Number 2. Oder Part 2. Wir sind natürlich für die Westside. Jeder in diesem Raum weiß ganz genau, worum es heute geht. Es geht ums Cup-Finale. Alles oder nichts. Manche von euch denken vielleicht, sie kriegen noch eine Chance. Dass es noch mehr Finale gibt, mehr Siege. Das habe ich früher auch gedacht. Hört gut zu. Bevor ihr rausgeht, fragt euch bitte, wie viele Chancen kriegt ihr wirklich noch im Leben? Und wie viele Saisons habt ihr noch vor euch, bevor alles vorbei ist? Wisst ihr das? Ich dachte früher, meine Karriere wäre endlos. Sie war's nicht. Und eure ist's auch nicht. Heute zählt nur eure Leistung auf dem Feld. Es gibt kein Morgen, nur heute. Ich bereue so viele Dinge in meinem Leben, aber ihr habt noch alle Chancen vor euch. Jeder Sprint, jeder Zweikampf, jeder Pass und jeder Schuss könnte euer letzter sein. Das ist euer letztes Finale, euer erstes Finale und auch euer einziges Finale. Gewinnt. Si se puede. Typisch Latinos, ey. Sprich immer so mit Spanisch. So, Freunde, wir sind jetzt im Finale. Soll ich alleine? Ne, wir hatten zuletzt, glaube ich, alleine gespielt. Jetzt spielen wir wieder mit dem Team. Immer abwechseln, das macht Bock auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Here's your chance to be the hero, bro. Take it. Wenn wir gewinnen, sind wir alle Helden. Spoken like a pro. Just don't be forgetting to have fun out there. Like Gonzalez said, you never know when a final may be your last. Hoffentlich nicht.
Jetzt ist es endlich soweit, liebe Zuschauer. Das MLS Cup-Finale geht gleich los und wir sind live für Sie dabei. Eine lange Saison liegt mal wieder hinter uns. Eine spannende, eine hochklassige Saison. Einer der Spieler der Saison mit Sicherheit, Alex Hunter. Ja, der hat in LA für die Wende gesorgt, die große Wende. Und heute kann er für die Krönung sorgen, den Titel. Herzlich, da war der Pokal halbwegs zu Ende. Wir werden uns heute holen, das ist definitiv Fakt. Wir haben den Gegner definitiv keine Chance, irgendwo Freiraum zu lassen. Wir werden dem heute das Leben zur Hölle machen. Wir werden ihm keinen einzigen Platz gegeben. Spiel. Und ja, ich würde sagen, wir reden weiter. Es geht zum Anstoß. Für mich gehört die Heimspielstätte der Los Angeles Galaxy zu den schönsten Stadien der gesamten MLS. Sehe ich auch so, Wolf. Das StubHub Center ist mit 27.000 Plätzen zwar eher ein kleineres Stadion, wenn wir mal deutsche Maßstäbe anlegen, aber hier herrscht trotzdem eigentlich... Fahne ist oben. Da ist er etwas zu früh losgelaufen. Und hier sehen wir die Startaufstellung für die Partie heute. Da erkennen wir ein 4-4-2 heute bei Ihnen als Formation. Ganz genau, zwei Viererketten und vorne drin zwei Stürmer. Einer davon allerdings als hängende Spieler. Ich spiele in der Mitte, aber leider nicht richtig durchgekommen. Hallo, jetzt könnte es gefährlich werden. Alessandrini. Weg ist der Ball. Ashley Cole. Guter Pass, ach, das schade, könnte. Er schade, zieht schade. Ab! Und Hunter hier im Abseits. Schade, der wäre drin gewesen. Ja, das war Abseits. Jones. Das könnte die Chance werden. Schöner Pass. Er versucht's. Also, das hätte mich dann doch sehr gewundert, wenn der reingeht. Also, der Winkel einfach zu spitz. Oh ja. Wright Phillips. Das könnte eine Gelegenheit werden. Da kann er ihn stoppen. Dos Santos. Wright Phillips. Tolles Zuspiel. Klasse! Geht er rein? Junge, war das knapp. Ah, da können Sie jetzt durchatmen da hinten. Da waren Sie doch noch zur Stelle. Jones. Schöner Pass aufs. Jetzt wird's gefährlich. Ganz energisch. Gutes Tackling. Clear Stunt. Jetzt vielleicht die Chance für den Konter. Da ist Platz. Da ist die Hereingabe. Ah, Mann, ey, der war gut dran, ja. Sehr gut dran. Druck, Alter, Druck, Alter, Druck. Er darf keinen Platz kriegen. Gut gespielt. Ball geht nach außen. Was ist das denn, ey? Gute Möglichkeit, aber abgepfiffen. Die Fahne ist oben. Ashley Cole. Oh, super dazwischen gegangen. Jetzt müssen Sie aufpassen. So langsam wird es gefährlich. Jetzt die Gelegenheit. Und den hält er fest. Gut gemacht. Ahnt hier diesen Pass. Weg ist der Ball. Da ist die Flanke. Gibt's jetzt! Er ist zur Stelle, schöne Aktion. Ecke Red Bulls. Der Ball kommt rein. Da können Sie erstmal klären. Ja, Mann, sehr schön. Schön an dem vorbeigezogen. Ganz stark gemacht, das gibt eine gute Gelegenheit. Jawohl. Sabes! Perfekter Start für Galaxy. Ja, und schauen Sie sich den Jubel bei den Fans an. Ein wichtiges Tor. Sehr schön. Sehr
gut gemacht. Den schießt er präzise in die untere Ecke. Und da gab es dann auch nichts zu halten. Sie sind jetzt also in Führung. 1-0. Colin. Lawrence. Da kommt der Pass auf außen. Wright Phillips. Die Flanke bleibt hängen. Er sieht das Foul, zeigt aber Vorteil an. Genau, richtig so. Das wäre eine völlig unnötige Unterbrechung gewesen. Wird's jetzt gefährlich? So, da wird die Nachspielzeit angezeigt. 3 Minuten. Alessandrini fängt diesen Ball ab. Lawrence. Die Galaxy sind dem großen Ziel sehr nah. Dem großen Triumph. Führung zur Pause. Das ist der Wahnsinn. Ich habe gerade kurz nur gelesen, ich habe 5 Tore vorbereitet. So, rein in den zweiten Durchgang. Weiter geht's. Schauen wir mal, wer hier in diesem Finale diesmal die ersten Akzente setzen kann. Wird das eine Torchance? Lawrence. Oh ja. Zades. Und Hunter. Und jetzt haben sie den Ball. Er hat das bislang sehr, sehr ordentlich gemacht. Ganz wichtig war natürlich sein Führungstreffer. Jetzt haben sie alle Trümpfe in der Hand. Da geht er hin und kann den Schuss abfangen. Zades. Den Ball holt er sich. Und jetzt die Chance. Sehr stark Ausgleich. Alles wieder offen. Jetzt müssen die Galaxy aufpassen. Sah alles so gut aus, aber jetzt das Gegentor. Jetzt ist es soweit. Unter dem begeisterten Beifall der Zuschauer geht er vom Platz. Tolle Partie von ihm heute. Sehe ich genauso, Wolf. Das war Weltklasse, was er da heute gespielt hat. Spieler des Spiels. Lawrence. Und sie verlagern das Spiel auf die andere Seite. Ich sehe gerade, die kommen gerade richtig wieder zurück. Jetzt könnte es gefährlich werden. Sieht nicht gut aus. Abgeblockt. Oh ja. Der Angriff sah gut aus, aber dann kommt doch noch ein Gegenspiel. Jetzt schießt er. Oh, kein Tor. Schöner Ball. Das war eine große Chance. LA mit dem Wechsel. Rogers. Giovanni dos Santos. Das könnte eine Gelegenheit werden. Da trennt er ihn vom Ball. Lawrence. Er spielt den Pass auf den Flügel. Wright Phillips. Jetzt gibt's Abstoß. Die New York Red Bulls mit dem Wechsel. Der Ball ist weg. Gibt's jetzt einen Gegenangriff? Alex Hunter. Klasse Pass. Das sieht gut aus. Jetzt vielleicht. Und der Ball geht nicht rein. Ach, aber was für eine Szene und was für eine Chance. Da sind sie gerade noch zur Stelle. Wechsel bei LA. Ein Tor. Jetzt müssen sie aufpassen. Da geht er vorbei. Da passt er auf. Ball geklärt. Alessandrini. Boateng. Den Angriff blockt er ab. Klasse aufgepasst. Klistan.
klasse Leistungen von ihm zuletzt. Er ist in einer guten Verfassung. Und deshalb bietet er sich auch immer wieder an und bekommt die Bälle auch. Gute Aktion. Und die letzten 10 Minuten sind hier angebrochen. Ferron. Jetzt wird's gefährlich. Abwehr hat aufgepasst. Giovanni jetzt. Und Hunter. Ganz sicher, auch dieser Ball kommt an. Wright Phillips. Lawrence. Guter Pass. Gute Aktion. Und jetzt die Chance. Gut gemacht. Den Ball hat der Torwart sicher. Und hier wird es jetzt 2 Minuten Nachspielzeit geben. Hunter. Scheiße. Egal. Und wir gehen in die Verlängerung. Oh, Mann, oh, Mann. Ich weiß jetzt nicht, ob die Anweisung auf. Jetzt müssen sie die Müdigkeit nochmal verdrängen. Die erste Hälfte der Verlängerung läuft. Boateng. Sehr guter Einsatz. Und nun Colin. Klistern. Keita. Gute Hereingabe, vielleicht die Chance. Alex Hunter. Schön dazwischen gegangen, Ballverlust. Jetzt Alex Hunter. Da steht die Abwehr sicher. Long. Da verlängert er den Ball. Ah, Alessandrini. Ah, da können sie nicht entscheiden, klären. Abgefangen, gut gemacht. Ashley Cole. Und Hunter. Gibt's jetzt die Gelegenheit? Alle Geschäfte, die kann ich machen. Die Chance! Und Hunter hier im Abseits. Ich hab keinen Bock auf das Meterschießen, ey. So, einen Durchgang haben wir da noch in dieser Verlängerung. Das ist der Anpfiff. Jetzt läuft die zweite Hälfte in der Verlängerung. Klistern. Gut gespielt. Ball geht nach außen. Jetzt mach mal, gib mal Gas hier jetzt, ja. Ferron. Da trennt er ihn vom Ball. Fängt diesen Ball ab. Keita. Er bekommt Hilfe. Acht Minuten noch. Wenn hier in den letzten Minuten noch ein Tor fällt, dürfte das die Entscheidung sein. Boateng. Komm schon, bitte, ja. Schöner Pass. Das könnte gefährlich werden. Alessandrini. Hier wurde auf Vorteil entschieden. Überhaupt kein Foul, sehr ja. Gute Entscheidung. Nee, ich hab gar keinen Bock auf Elfmeterschießen, ich schwör's dir. Keita. Super dazwischen gegangen. Er bleibt mit einer Zerrung liegen. Muss dieser Spieler da stehen? Ey. Da kommt der Pass, aber gut aufgepasst. Die Nachspielzeit wird da angezeigt. Eine Minute gibt es noch oben drauf. Ahnt hier diesen Pass. Weg ist der Ball. Und jetzt Hunter mit dem Ball. Hallo? Die Spannung. Nachspielzeit, aber egal. So, Hunter schießt es. Es wird Zeit für die Entscheidung. Der erste Elfmeter steht an. Scheiße. Gehalten. Das macht er klasse und entscheidet sich genau richtig. Okay, nimm Anlauf bis zum Mars, Alter.
Ja, super, ey. Toll. Toller Treffer! Toll. Ja, klasse! Wieder da. Ganz sicher verwandt. Richtig klasse gemacht. Er macht den Elfer. Komm schon, einen muss er halten. Diop! Starker Schütze, ganz souverän. Total sicher verwandelt. Scheiße. Boah, nein. Und Latte! Der Ball geht raus. Das war knapp. Nein, 1 nein, gegen 1. Nein, nein. Schütze gegen Torwart. Trifft er, gewinnen sie diese Partie. Der ist nicht drin. Ja, wahrscheinlich hat er einfach zu viel nachgedacht. Und dann das hier, dieser Abschluss. Unfassbar. Das muss ein... Nicht immer viel nachdenken. Einfach drauf. Knallhart und doch platziert in die Mitte. Nicht die schlechteste Variante. Das ist der entscheidende Moment. Wenn er den versenkt, dann haben sie es. Er vergibt den Elfmeter. Okay. Toll gemacht. Wenn ich den halte, dann ist vorbei, oder nicht? Ja, Mann. Wir haben gewonnen, ja. Boah, Alter, wie knapp war das denn, ey? Endlich. Oh. Titel für Alexander Gold. Jawohl. Mann des Tages ist Diop. Diop! Diop! Ja! Schauen wir uns nochmal die Siegerehrung an. Das ist auf jeden Fall ein Muss. Für Alex the Malex. Ist auf jeden Fall was Gutes. Echt gut professionell geworden. So, wir nehmen Aufstellung. Buschi, du sitzt noch. Wir können ein bisschen aufrecht sitzen. Wir machen auch die Krawatte. Wenn ich den Leuten beschreiben würde, wie du hier schon wieder stehst, vom linken aufs rechte Bein und zurück, so wie die da auf dem Podium, so zappelt der Fuß hier rum. Ich sitze hier in aller Ruhe. Ich sitze hier in aller Ruhe. Und im Himmel ist Jahrmarkt. So wie für die, das ist natürlich ein Riesenerfolg. Und jetzt ist der große Moment endlich da. Da ist das Ding. Gratulation. Glückwunsch. Das war nicht geil. Damit du bist Kapitän. Ach ja, das ist ja selber auch gar nicht. Ich stehe hier. Oh mein Gott. Ich kann jetzt MLS Cup feiern. Ja, Mann, wir haben die Meisterschaft geholt. Oder das ist ja nicht gekauft. Das war schon auf der Welt. Da bitte, jetzt geht's zu den Fans. Was für ein Erfolg. Wie die jungen Hunde. Tanzen Sie vor den eigenen, ne? Da kann ich jetzt nichts mit anfangen. Womit? Mit den Hunden? Super Erfolg, super Erfolg! Ein fantastisches Team, Buschi. Da hat einfach wirklich alles gestimmt. Perfekt zusammengestellt. Ein verdienter Titelträger. Ja, die haben sich diesen Triumph redlich verdient. So, mit denen konnte in dieser Saison keiner mithalten. So, Freunde, das war's. Wir haben gewonnen. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Tschüss, Jocken. Und ja. Wir haben es verdient. Oh Mann, unfassbar!
Ja, Freunde.